Drama Italian. She gives you a hug, tell you she loves you, but you've been drinking too much. But you don't quit, instead you rather fuss than take it to the point to where she can't get up. And it makes you feel sick, it breaks your heart, 'cause you never meant for it to go this far. Plus you got a kid who has to live with the scars and can only see you whenever there's bars. I need a man. Yeah, I need a medic. Mahlzeit, Leute, Kevin hier am Start. Heute gibt's mal einen kleinen Vlog zusammen mit meinem Bruder. Hi. Wir sind im Aschersleber Zoo und ich dachte mir, da nehme ich euch einfach mal mit. So, was haben wir hier? Nichts. Den sieht man ganz schlecht, kack drauf. Wir gehen jetzt zu den Tigern und Jaguaren. Bis gleich. Hier haben wir die Cindy. Schaut. Ey, Kollege. Der will irgendwie nicht. Der pennt. Die. Stimmt. Oh, die Kralle hat sich bewegt. Ich nehme übrigens gerade alles mit meinem S7 auf. Ich bin mal gespannt, wieso die Qualität ist. Was haben wir hier? Ocelot und Lancelot. Sieht aus wie eine normale Katze, Alter. Und hier ist auch eine Straußen. Junge, pennen die alle oder was? Hier haben wir gleich mehrere drin. Einmal Jano und Molly. Ja, beruhige dich doch. Der eine pennt da oben. Nein, zwei. Da oben liegt der Schwarze. Und die pennen alle. Die haben sich schon verprügelt. Die haben sich vielleicht gegenseitig am Arsch gekratzt. Ne? Nein, einer hatte den vor dem Mund, gucke so. Oh, Live-Aufnahmen von einem Kampf zwischen zwei schlafwandelnden Jaguaren. Hier haben wir noch weiße Tiger, da seht ihr es. Nichts, die pennen alle. Paul, hast du dich heute gewaschen? Ja. Nicht, dass die immer reingehen, weil sie dich riechen. Spielen. Gib mal Küsschen. Beug dich mal drüber und gib Küsschen. Los. Nein. Sag mal hallo. Hallo. So, jetzt gehen wir zu den Löwen. Ich hoffe, da ist mal ein bisschen spektakulärer. Oh, warte. Warte, das kriege ich hin. Guck mal. Der Eier. Tiger Time. Shere Khan, Junge. Guck da. Hab ich doch gesagt, wie die Mannschaft vorher schlafen. Kuckuck. Ja, die machen alle, wirklich alle Mittagsschlaf hier, die Tiere. Klasse. Oder der beste Zeit ausgesucht. Und guckt, Leute, wir gehen jetzt ins Tigerland. Jetzt will ich hier aber was sehen, Alter. Das raste ich aus. Spannendster Vlog aller Zeiten. Hier ist einfach nichts. Doch, aber die sind nicht da. Die sind dran. Na, die pennen alle. Leute, es tut mir leid. Ich würde euch gern mehr Tiere zeigen, aber es scheint nicht möglich zu sein. Paul, damit hier die Zuschauer mal was zu bieten kriegen, tanz mal. Tanz! Der hat eine Macke, der macht's wirklich. Was ist denn hier los? Werde ich jetzt zum Parkourläufer? Oh, klasse Balance. Vielleicht doch nicht. Und jetzt, das war's. Ey, ich frage mich, wo der mich ja hinführt. Bin am tiefsten Busch. So, ja, Bundeswehr-Test für meinen Bruder. Schneller. Hopp, hopp, hopp. Das muss schneller gehen. Oh. Der Feind hätte dich schon längst gekriegt. Der hat eine Macke. Der hat eine Macke, der Mensch. Ich glaube, hier liegt irgendein sehr, sehr alter Vorfahr vom Alex, also vom Anus. Das ist nämlich der Ur-Anus. Weiter jetzt. So, jetzt gibt's wieder Futter. Happy, happy, happy. Alter, mach nochmal. Die hauen ab vor den Großen. Du sturer Bock. Mal vom Kopf treten. Oh komm, steh hoch, tu uns den Gefallen. Er präsentiert uns nur sein Arschloch. Alles klar, alles klar. Was haben wir hier? Der pennt auch. Auch eine Katze.
Ey, nur faules Pack. Der Tierpark ist voller Hartz-IV-Empfänger. Zebra-Time. Komm mal her. Wie kann man so lange dastehen und den Zaun gucken? Macht er ja nichts. Hier haben wir Schildkröten. Auch sehr, sehr spannend. So, da sind nochmal Ziegen. Jetzt könnte es vielleicht nochmal lustig werden, hoffe ich. Oh, ein Lama. Hey, guck mal hier. Ja, nice. Da ist doch kein Stock. Oh, anscheinend doch. Guckt mal, guckt mal. Alter, ist der cool. Timon. Kennst du Timon? Nein, ich kann nicht. Alter, hast du nicht König der Löwen geguckt? Guck in die Kamera und sag's. Sie hat kein König der Löwen geguckt, Leute. Oh mein Gott. Guckt euch den Schwengel an, Alter. Seht ihr das? Das war der Zaun dazwischen, aber man erkennt's. Oh mein Gott. Was denn? Nicht. Überhaupt nicht. So, wir gehen jetzt noch zu den Affen, also zu Palmas halt, und danach zum Ziegengehege. Das ist eigentlich so das Highlight hier im Tierpark, das ist schon sehr nice. Ich hoffe, die Ziegen pennen nicht. Das wäre der absolute Hammer. So, jetzt haben wir davor die Affengehege. Kuckuck. Hallo. Na? Alles cool? Alter. Affen sind so geil, Mann. Zeig mir deine gut gepflegten Füße, nice. Hier, willst du auch nach dem Handy greifen? Ja. Gib mal den anderen noch was. Du gehst los, um Blätter zu holen und holst immer nur ein Blatt. Alles klar. Läuft bei ihm. Er wird später mal Vorarbeiter auf jeden Fall. Jetzt holst du wieder nur ein Blatt. Links, ja. Na, hol doch mal 4 oder 5. Och, ne, Paul, ey. Jetzt geht er wieder los. Ey, ne. Ne, wir geben mal den Kollegen was. Oh, der ist ja schüchtern. Wow. Oh. Ja, schön fein. Affen sind so nice, da könnte ich ans Dach bleiben, ey. Greif zu. Nice one. Alter. Der hat's aus der Fresse geruppt. Einfach aus der Schnauze geruppt. Alter. Kennt ihr noch Hedwig? Hier, das ist Hedwig. Die Eule von Harry Potter. Könnt ihr euch vorstellen, das passiert 0 Uhr in eurem Zimmer oder so? Alter. So, jetzt geht's endlich zum Highlight. Wohin? Ziegen. Zu den Ziegen. Futter haben wir auch dabei. Schauen wir mal, was das so wird. Ja, Leute, dieses Ding habe ich gehasst. Da stellt man sich. Oh mein Gott. Da stellt man sich drauf. Oh mein Gott. Da kriegst du so krassen Drehwurm. So, jetzt ist es soweit. Jetzt lege ich mal das Handy weg. Nur zur Sicherheit. Oh mein Gott, ich gucke 2 Minuten aufs Handy, Leute. Hier ist schon Versammlung. Oh mein Gott, die lassen uns nicht rein. Das mach auf hier. Hier einfach vorbei. Aber die kommen jetzt nicht rein. Ja, egal, die wissen nicht, wo das Futter ist. So, jetzt hört es eskalieren, Leute. Oh mein Gott. Hilfe. Ey, knabber nicht meine Hose an, Junge. Mensch, Dali, es liegt doch auf dem Boden. Haut ab. Die wollen mich. Oh, ich bin erschrocken, Alter. Hallo. Hier alle. Gerade. Siehst du mich auf dem Bildschirm? Ey! Der hat mein T-Shirt angeknabbert. Das war zu viel. Gib mal den Kleinen was ab. Nicht mal die Großen. Na? Wie das so aussieht. Deine Hose. Ja, das ist jetzt auch zu spät. Deshalb habe ich ja so eine billige angezogen. Oh! Ey. Den Docken kriegen gar nichts ab. Ja, ich werfe jetzt alles hinter dich. Du Spast. Oh.
Alter! Alter! Oh Mann! Alle! Wie sieht aus wie sonst was? Deck! So, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das Ziegenkämpfen. Bleib, das ist eine Morige, so sieht man. Kann ich mir irgendwo die Hände waschen, ey? Ey, ich kann den Beutel nicht hier lassen, der erstickt doch daran. Aber der denkt, hier ist noch Futter drin. So, macht's gut, wir Wahnsinnigen. Alter, war das heftig, wie ich aussehe. Unfassbar. Ach nee, aber war geil, Ziegenhege. War früher auch schon mit das Beste hier. Das letzte Mal, wo ich hier war, Leute, 12, 13 Jahre, irgendwie so. Also ich kenne das Ziegengehege so wie letztes Jahr nicht. War ich zum ersten Mal drin sozusagen. So, wir essen jetzt erstmal eine Kleinigkeit und ja. Ups, Alter, jetzt habe ich deine Mütze weggeschossen. Sie eigentlich nicht gesehen. Heb auf. Ja, schwindelig. Dulli. Was willst du denn überhaupt essen? Bockwurst. Bockwurst gibt's nicht. Und wer bezahlt? Ich hab kein Geld. So Leute, das war's mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich denke, das mit den Ziegen war ziemlich nice. Ansonsten hatten wir Pech, weil wirklich am Anfang gerade so die Raubtiere alle gepennt haben. Sogar die Kamele. Aber naja, gut. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin weg. Und das letzte Wort hat Paul. Haut rein, tschüss.